Ich mach dann wieder lauter, wenn das Spiel anfängt. Neophyt. Adeptus. Magister. Was? Oh, ich hieß Neophyt. Also irgendwas mit neu. Phyt. Ich mach Adeptus. Nacktheit und DMC, er hat mir schon, was kommt nun? Vielleicht irgendwelche Rechtsparolen oder so. Schwangerschaft kommt jetzt nach der Nacktheit und dem DMCA-Sex-Lied. Zu wissen, wo man anfangen soll, ist manchmal eine Herausforderung. Es ist dir vielleicht verborgen, aber du bist heilig. Stimmt alle mit ein! Es funktioniert! Lasst euch von den kosmischen Schwingungen durchströmen! Die wurde schon von was anderem durchdrückt. Tochter, reiche mir das letzte Prisma und nimm deinen Platz ein. Wieso klingt das wie so ein Radio? Wo ist sie hin? Das klingt so richtig dumpf, der Ton. Hört ihr das? Sucht sie! Bringt sie zu mir zurück! Sofort! Vielleicht ist das nur der Anfang. Ohne sie sind wir dem Untergang geweiht. Was geht hier ab? Hunger. Entschuldigung, wartet mal, wartet doch mal. Oh, das verspricht jetzt schon, das beste Spiel der Welt zu werden. Ich wusste nicht, wo ich lang muss. Hä, wo muss ich denn lang? Hä? Da sah überall alles voll. Ach so, hier rechts lang. Entschuldigung. Den Weg habe ich nicht gesehen. Bin blind. Sie rennt davon. Ja, sie rennt davon. Aua, bin ich dumm? Tochter! Bert! Was, Babe? Bitte! Babe? Sag mal! Bert! Dafür ist keine Zeit! Halten Sie auf! Bitte keine Sturzgeburt, danke. Das glaube ich auch nicht TOS-konform. Oh, Babe, ja. Ist im Wasser gelandet, ist schon mal was. Dann hoffentlich müssen wir schon wieder den Film drehen. Also die Performance ist aber nicht so geil. Gegenwart. Und sie ist die, die rausgeflutscht ist, ja? Oder ist sie die Mutter? Oh. Ich wollte doch nur kurz an meine Gummibärchen, meine Güte.
ist eher die Mutter, würde ich sagen. Ruf Kim an. Hi, hier ist Kim. Ich bin gerade nicht erreichbar. Hinterlass mir einfach eine Nachricht nach dem Ton. Hey Kim, ich bin's. Jess. Ich glaube, wir sollten uns mal über... Du weißt schon, das Retreat unterhalten. Ja, also, ich bin auf jeden Fall dabei. Cool. Retweet, ja. Rehe wollen auch Leckerlis. Lief es mit der Süßen von vorher noch? Der geht's nicht mehr so gut, Sascha. Es tut mir leid. Bisschen rostig. Der holt uns da ab. Da steht jemand in Weiß. Ich finde Weiß eine sehr suspekte Farbe. Wobei, so am Strandurlaub, da tragen alle mal so durchgehend Weiß, ne? Jetzt ist Hausbilder durch. Naja. Jess! Kim? Ist das Kim? Ist echt lange her. Ich freue mich so, dich zu sehen. Wie geht's dir, Kim? Okay, Kim. Naja, weißt du... Warte mal ganz kurz, ja. Also ich finde immer noch, dass die Musik einfach so reinballert. Ich mach die mal auf 55. Ja. Und das vielleicht auf 80. Mir geht's echt gut. Ich meine, wie kann's einem hier schlecht gehen? Schlaf gut, Sascha. Ja, ist wunderschön. Wir müssen noch ein ganzes Stück zurück zum Camp laufen. Also genug Zeit zum Reden. Warum ist das so hoch? Na komm, es sind nur noch ein paar Meter bis zum Retreat. Wandern? Ich hab gedacht, wir sind hier, um zu entspannen. Ach komm, das tut dir gut. Das ist also der Grund, warum du mich eingeladen hast. Ich freue mich, dass du gekommen bist, Jess. Wir haben ja eine bewegte Vergangenheit. Die hat den schöneren... Guck mal ihren Hintern an, Mann, ist der hübsch. Warum? Es ist nur die Hose? Ich hoffe, es ist nur die Hose. Kim, du hast einen echt viel hübscheren Hintern als wir. Und diese Stämme. Oh Gott. Kann ich hier. Hier, für dich. Ja. Hab schon ziemlich lang nicht mehr dran gedacht. Aber du hast es immer mit dir rumgeschleppt. Das stimmt. Aber ich versuche irgendwie weiterzumachen. Das hier hat dir wohl gut getan. Ganz ehrlich, zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich erfüllt. Tyler ist wirklich inspirierend. Das freut mich für dich, Kim. Ich sag's dir, Jess, das hier wird dein Leben komplett verändern. Ist sie nicht da runtergesprungen, die eine? Oder gibt's da mehr von denen? Ich will dir etwas zeigen. Hä, hey, warum rennen wir denn jetzt den Berg und hoch? Wie ist Tyler so? Tyler ist wirklich einzigartig. Er ist ein wunderbarer Lehrer. Und so tiefgründig. Er versteht mich einfach. Okay. Und was ist das mit der Kleidung? Wir tragen Weiß, um uns auf unsere Energie fokussieren zu können. Du bekommst deine Sachen im Camp. Chat, wir müssen Weiß tragen, um uns auf unsere Energien einzulassen. Let's go! Alle umziehen, bitte. Ich will hier lang. Kann ich nicht, schade. Hey, vor allem, wer sagt denn, ja, hey, lass uns beeilen und dann rennen wir einen Berg hoch. Und ich meckere nicht einmal. Was, hä? Als ob ich mit jemandem Berg hochrennen würde. Ohne nötigen Grund. Hast du eigentlich den Brief dabei? Ja, aber ehrlich gesagt,
Es war irgendwie komisch, meinem zukünftigen Ich zu schreiben. Wenn du den Brief abschickst, wird's dir gleich besser gehen. Da vorne ist dein Briefkasten. Also, Sektenbingo müssen wir nicht spielen, weil das Spiel geht halt um. Wisst ihr. Die Kirche. Nee, da ist eine Frau, die uns rumführt. Also, das wäre sonst nur ein Mann. Du weißt doch, Frauen dürfen nichts in der Kirche. Ist das nicht wunderschön? Die Aussicht ist einfach vitalisierend. Sag mal, wieso bist du doch noch gekommen? Du hast mich mit meiner Spiritualität sonst immer aufgezogen. Oh nein, mein Hirn. Meine Vergangenheit belastet mich. Das will ich verarbeiten. Glaube ich dir. Deswegen habe ich dich auch eingeladen. Dann schick den Brief doch ab. Deine wichtigsten Werte sind Psyche, Körper und Geist. Der Geist interessiert mich nicht, die Psyche ist das Einzige. Du erhältst Erfahrung abhängig von deinen Entscheidungen in Unterhaltung. Und was bringt mir das? Können wir auf irgendeine andere Insel? Sieht aus wie was, das habe ich schon mal gesehen. Können wir auf irgendeine andere Insel? Die sind bestimmt alle sehr schön. Und also hier, also da gibt bestimmt nicht jede, also, oder sind das Sekteninseln? Jede Insel hat eine andere Sekte? Ich möchte einfach springen für das Good Ending. Hä? Das leert hast du übrigens. Ich schubse. Das muss es sein. Hier runterzutreten. Gute Idee. Wahrscheinlich legt man ihn einfach da rein. Post Office? Okay. To my future self. Oh. Filmrollen, Ausrüstung, Ressourcen. Aber ich hatte eigentlich ein Outfit. Ach du Scheiße! Mein Hirn pocht! Nein! Ich hasse Wespen. Eine Panikattacke tritt ein, wenn deine Psyche aufgebraucht ist. Kim! Ich hab Panik! Oh Gott, wir haben Probleme. Ja, ich weiß, du bist da. Hi. Ganz ruhig, ganz ruhig. Was ist los? Gar nichts. Da war alles voller Fliegen. Komm, ich zeig dir einen Trick, wie du runterkommst. Das habe ich von Tyler gelernt. Versuch, diese Haltung einzunehmen. Und einatmen. Was? Halte Meditate gedrückt, um zu meditieren. Was ist denn Meditate? Was ist denn Meditate? Für eine Taste, bitte! Direkt neben Anikate. Wow, ihr seid so doof. Halte Meditate. Ich muss niesen. Was? Schwerer Angriff? Was? Ich kann angreifen? Okay. Danke, danke. Als wenn die Logitech keine Meditate-Klasse hat. Ich hab nicht mal Numpad! Vorwärts, sprinten, schubsen, meditieren. Ich hab eh nicht gedrückt. Angriff mit Psyche bekämpfen. Was? Was ist das für... Okay, das wird lustig, ne? Aber wo ist denn mein... Also, wo ist denn... Wo sind meine Klamotten? Panikmodus ausgelöst. 1. Geist gegen Psyche. Okay. Es geht mir schon besser. War vielleicht doch keine so dumme Idee. Wir sollten lieber vor Sonnenuntergang zurück sein. Aber was wolltest du, dass ich dir beim Heilen helfe? Was genau hast du damit gemeint? Nicht nur ich. Wir beide. Ich denke, wir müssen beide heilen. Ich meine, sie war deine Schwester. Das muss sehr schwer für dich gewesen sein. Ja, sie war meine Schwester. Aber es war nicht meine Schuld. Es geht mir gut, Kim. Lass mich damit in Ruhe. Okay, Jess. Genießen wir einfach die Natur. Was wird denn dies? Dankeschön für 50 Euro. Vielen, vielen Dank, Kepi. Dankeschön. Vielen lieben Dank.
Geschirr für 50 Euro. Upsi, klar. Du bist gestolpert, ne? Also, upsi, 50er. Ups, hui. Dankeschön, Klebi. Vielen, vielen Dank für die 50 Euro. Dankeschön. Und, und so. Dankeschön. Vielen lieben Dank, Klebi. Dankeschön. Sehr, sehr lieb. Und sehr, sehr großzügig. Dankeschön. Dankeschön. Viele Bäume sind dann auch Vollpfosten. Ja. Ja. Und wir realisieren, dass der Grin die beste Option ist. Ich glaube, abends spätestens, dann, wenn es dunkel ist. So. Brrr. Ich bin echt gespannt, was das für eine Art von Spiel ist, weil irgendwie, ich dachte, ich habe sowas wie Quarry, Until Dawn und sowas erwartet. Aber ihre Füße waren im Boden. Outfit kommt später. Hast du nachgeguckt? Ich bin froh, weil Salbei auf der ganzen Insel. Oh nee, Salbei riecht nach Gras. Schmeckt wie Gras riecht, so rum. Zumindest war es so, ich hatte Salbei-Bonbons und dann hatte ich, ich habe Gras probiert, so. Und seitdem ich das probiert hatte, konnte ich keine Salbei-Bonbons mehr essen. Pflück welchen, dann zeige ich dir einen kleinen Trick. Lass mich raten, mein Geist füllt sich. Auf dieser Insel findest du so viele Naturwunder. Lass uns weitergehen. Hä, du wolltest mir einen Trick zeigen! Das Gelände ist etwas unwegsam. Wieso sind hier alle barfuß? Tut das nicht weh? Schuhe sind verboten im ganzen Retreat. Keine Sorge, man gewöhnt sich dran. Ich lauf... Nee. Ey, kannst du so knicken, dass... Nee. Nee, die Schuhe bleiben an. Das Rasenmäher hat mehr gearbeitet. Ja. Wieso ist das hier so viel? Gibt's eine Map? Okay, Tab ist einfach nur Interface. Gibt's eine Map? Map. Versuch dich zu entspannen. Kim, du weißt, dass ich Fliegen hasse. Ich hab dir doch gesagt, dass ich dir einen kleinen Trick zeige. Zuerst brauchst du eine Ranke. Also ich hasse Wespen und vor denen renne ich panisch weg, okay? Aber Fliegen? Weil sie eine Leiche gefunden hatte, an der Fliegen dran waren, ja? Flaches Tor nicht. Nee, weil da Fliegen dran sind. Die Tür ist verriegelt, okay. Das muss reichen. Errungenschaft freigeschaltet, findig. Oh, hinter mir ist jetzt so ein abgebrannter Salbei, aber so ausgebleicht, okay. Und dann kann ich böse Geister vertreiben. Ich werde vielleicht eine Hexe. Das ist wieder cool. Reicht das? Und jetzt wickelst du die Ranke um die Salbeiblätter. Ah, jetzt kann ich was machen. Okay. Waffenrad. Die Salbeifackel. Klasse, heilig. Oh, ich habe auch einen Holy Priest da. Holy Priest bei WoW. Also. Nicht schlecht. Ich habe beim ersten Mal mehr Versuche gebraucht. Und jetzt? Insekten hassen das. Versuch's mal. Ekelhaft. Okay. Bitches. Ich folge dir. Holy Damage. Mach das noch nicht aus. Au! Hä, was seid ihr denn für... Au! Hä? Was sind das für... Ich muss kurz meditieren. Moment. Die haben... was sind das für Superfliegen? Die töten mich einfach. Ich glaube, das war's.
waren das da eigentlich für komische Gebilde? In den 70ern hatte Tylers Familie hier eine Kommune. Darum kann man überall auf der Insel noch Kunst finden. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Aber sagt man frohe Weihnachten nicht erst am Abend? Freuen sich alle, wenn du einen Salbei rausholst, anstatt zu heilen. Hä? Also ich hole jetzt nur noch meinen Salbei raus. Ich heile da nicht mehr. Die Eier unter die Haut legen. Ein Salbei-Dackel? Heute ist Heiligabend, aber es ist noch nicht Abend. Also es ist Nacht. Kim, hast du keine Taschenlampe? Nein, man sagt das nicht am ersten Weihnachtstag. Das machen manche, aber nicht alle. Kim, ich sehe nicht mehr die Hand vor Augen. Okay. Also da sind so, also das gibt kein, das macht man so und so, das gibt's bei Weihnachten nicht. Das macht gefühlt jeder anders. Also das ist, also da gibt's keine Regelung. Die Geschenke auspacken. Das ist ganz schön dunkel. Ist da noch Heiligmorgen? Ja, frohen Heiligmorgen wünsche ich euch. Ach, meine Psyche mag die Dunkelheit nicht, okay. Soll ich das so machen? Ich habe ihr nicht zugehört. Du weißt schon, dass meine Psyche das nicht gut findet? Vielen Dank fürs Alleinlassen. Ach, komm schon. Danke, Kim. Sind wir bald da? Ich habe nämlich langsam Hunger. Es ist gleich davon. Freu dich schon mal auf Mayas Kochkünste. Die man nicht, denn das sagt man erst morgen. Also, ich kenne es halt in Deutschland eher, also 24. abends. USA und wahrscheinlich ziemlich viele andere Länder erst 25. morgens. Aber, also, das ist halt wirklich so eine Sache. Auch erst am Morgen auspacken. Ja, aber also USA ist auch meistens so, aber bestimmt auch nicht immer. Aber also bei uns ist es halt wirklich, ich kenne nur Leute, die halt 24. abends machen. Napalm, okay. Erstmal Nutella rausholen. Weihnachten ist doch dann, wenn es zu viel zu essen gibt. Ja, das ist 24. bis 26. Und dann aber 30. bis 31. nochmal. Nee, 30. Nur 31? Ich glaube nur 31. bis 31. 31. 1. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich muss meine Eltern fragen, wann ich essen muss. Jeden sagt mir, wie es gerne möchte. Der Wille zählt. Finde ich nämlich auch. Finde ich auch. Deswegen meine ich ja, es gibt keine wirkliche Regelung, so die. Es ist ganz ehrlich, das ist ein Feiertag. Das soll was Schönes sein. Es kann keine Regeln bei so schönen Sachen geben. Also außer halt die ganz normalen Grundsachen wie schade niemand anderem. Kommt eben Bild dran. Fissichen. Ah, hallo? Ey, Kim, Mann! Also. Das war nicht nett von dir, Kim. Guck, und da. Jetzt hat die so richtig dreckige Füße. Deine Streams sind doch auch schön. Nö. Da Hallo? Wären wir. Wow. Ich hab dir doch gesagt, dass es hier wunderbar ist. Na, das passt ja mal ausnahmsweise zu deinen Geschichten, Kim. Komm, ich stell dich mal den anderen vor. Die Musik ist alle eh schon hier so. Sind so warmherzig. Alle hier, Kim, bist du die Einzige? Schalt mal einen Gang runter. Hör auf, Kim zu sagen, muss immer an Freirumdreh denken. Wieso soll ich aufhören, einen Charakter so zu nennen, wie er heißt, nur weil du es mit was anderem assoziierst? Kim, 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 Kim. Hör auf, es mit Freiraumreh zu assoziieren, wenn da. Also, Entschuldigung. Als ob wir Deutschen keine Regeln haben. Wir dürfen keine Regeln haben, wir haben nur Handtücher. Oh Gott. Das war gerade. Das habe ich gerade überfordert. Anna! Du bist sicher Jazz. Ja, Chat. Es freuen ruhig sich euch. Alle und möchten dich kennenlernen. Kim hat schon Kim, so viel Kim, von dir berichtet. Kim. Danke für die 100 Bits Klebe. Das ist Sonny. Und Maya. Tempel? Willkommen in unserem bescheidenen Retreat. Ich hoffe, der Weg war nicht zu beschwerlich. Willkommen,
Auch wenn etwas Überzeugung nötig war, Jesus, sind wir froh, dich zu haben. Es gibt ihn. Kim ist eine gute Freundin von dir. Das macht dich zu einer guten Freundin von uns. Du hast sicher viele Fragen. Aber ist das nicht ein toller Anfang einer spirituellen Reise? Also eigentlich bin ich, kein besonders spiritueller Mensch. Ich kann nur meine Psyche mit meinem Geist heilen. Kim sieht es als ihre Aufgabe, Wunden zu heilen. Sowohl ihre als auch deine. Ja. Und deswegen bin ich auch hier. Es ist nur ein bisschen viel. Das verstehe ich. Sieh dich doch zunächst um. Lern die anderen kennen und abends sehen wir uns dann alle zusammen. Stell dich doch kurz bei den anderen vor und komm dann in mein Zelt. Ich kenne hier doch gar keinen. Die sind alle super. Deswegen sollst du dich vorstellen. Hä? Stell dich bei den anderen vor, aber ich kenne doch gar keinen. Also was ich mich frage, habe ich mein Handy und habe ich Empfang? Das ist am wichtigsten. Weil wenn die jetzt anfangen, mir mein Handy wegnehmen zu wollen, dann bin ich raus. In diesem Spiel behalte ich mein Handy. Komme, was da wolle. Tür ist verriegelt. Gut, so versuche ich auch immer eine Tür aufzumachen. Wie soll ich mich dem vorstellen, wenn der... Hallo? Hallo, ich soll mich vor... Hallo? Da ist eine Fliege. Da sind auch Fliegen. Mobile Games Talk. Ja, genau, die Mobile Games. Nicht um irgendwie, also, Hilfe zu suchen. Richtig. Ist das der Maya-Tempel? Oh, die hat auch so einen hübschen Hintern. Das riecht aber köstlich. Was ist das? Ich mache Koriander-Lauchsuppe. Eine gesunde Ernährung ist mir sehr wichtig. Kann ich dir irgendwie dabei helfen? Das sieht so aus, als würden mir noch einige Zutaten für den Tee heute Abend fehlen. Genauer gesagt brauche ich Lavendel, Ingwer und einen Geistpilz. Ich bin schon unterwegs. Danke. Alle, die du brauchst, sind doch dort. Ja, die haben Lauch. Ich muss gehen. Was ist das Zeug hinter dem Paddelbrett bei der Geokuppel? Deutsch, Englisch, wo ist da der Unterschied, nicht wahr? Die sind total übergeschnappt. Suppe, ja. Also, Suppe ist okay, aber... Ich hasse Lauch. Eine gekochte Paprika. Ja, bitte mach eine Lauch-Paprikasuppe. Wäre noch besser. Ich weiß nicht, ob ich Koriander mag, okay? Also, weiß ich nicht. Ich habe noch nicht wissentlich Koriander gegessen. Es wird bestimmt das irgendwo drin. Das ist ja drin. Echt wild. Oh, ist anders wild, ne? War hier nicht... Da ist ein Büschel. Wie sieht Lavendel aus? Lavendel riecht gut. Wie sieht Salbei aus? Niemand mag Koriander. Das stimmt nicht. Das ist nur... Ich weiß, Koriander... Nee, schmeckt seifig. Nee, Koriander ist geil. So, das Minen. Kommune. Warte, kann ich hier durch? Es ist echt schwer zu sehen, wo man hier durch darf und wo nicht. Okay, ja. Hallo! Ach, Kim, du bist es. Ja, lass mal. Lass mal stecken, ne? Was ist das hier? Wieso versucht sie mal so komisch, die Tür aufzumachen? Ich komme später wieder, ne? Lauf ist voll geil. Nee. Ah, nur die eine Seite ist verschlossen, klar. Hey, ich habe gehört, du bist hier der große Entwickler. Hey, du bist Jess, oder? Du hast sicher schon von meinem Spirit Ember Festival gehört. Ja. Das hätte echt was bewirken können, glaub ich. Wirklich, klar. Aber mein Dad und mein Bruder haben alles getan, um es zu verhindern. Guck dir das an. Tyler und ich verwandeln die Insel mit meinen Ideen in einen grandiosen Ort. Ein wahres spirituelles Paradies. Cool, oder? Ich kritisiere. Die Idee ist ganz gut, aber vielleicht etwas zu kommerziell, oder? Es lohnt sich, in seinen Geist zu investieren. Und wenn dabei auch noch Geld für uns abfällt, wäre das umso besser. Sieh dir doch mein Einführungsvideo dazu an. Der Projektor steht bei Tylers Kuppel.
Sonnys Schulungsvideo zur spirituellen Glaubensvertiefung. Ja, es kommt das Geld, dann kauft er Twitter wie immer. Ja. Prismic Spiritual Retreat. Retreat. Fragebogen zur spirituellen Selbstreflexion. Befreien Sie Ihren Geist und meditieren Sie. Beantworten Sie danach diese Fragen in völliger Offenheit. Okay, Chat. Sonny, sind Sie bereit, am Prismic Science Spiritual Retreat teilzunehmen? Nein! Was erhoffen Sie sich von der Teilnahme im Dingsbums da? Immer dieses blöde TM, ne? Ich habe bereits ein tiefes, spirituelles Verständnis von meinem Platz in dieser Welt. Aber ich bin mir sicher, dass mir Guru Tyler helfen kann, eine noch höhere Bewusstseinsebene zu erreichen. Ich möchte auch andere in ihrem spirituellen Wachstum unterstützen und ich bin mir sicher, dass ich Guru Tyler helfen kann, den physischen Standort des Prismic Spiritual Retreat weiterzuentwickeln, um so eine Vision zu verbreiten. Du hast Science und TM vergessen. Naja. Beschreiben Sie Ihren geistigen Zustand. Was hält Sie davon zurück, Ihre spirituelle Erfüllung zu finden? Weil ich nicht total plemplem bin! So. Es fühlt sich an, als würde mich eine dunkle, graue Wolke umgeben, die mein Licht vor anderen versteckt. Manchmal schiebe ich die Schuld auf andere Menschen, aber ich weiß genau, dass die Antwort in mir selbst liegt. Ich muss einen Weg finden, diese Wolke loszuwerden. Spirituelle Erfüllung, um die Frage zu beantworten. Das ist zu witzig. Okay. Wovor haben Sie am meisten Angst? Was sind Ihre persönlichen Dämonen? Zu scheitern. Ich bin ein echter Erfolgstyp, aber ich hasse es, mir auch nur vorzustellen, dass ich verlieren oder versagen könnte. Nehmen Sie regelmäßige Medikamente ein? Haben Sie Allergien oder medizinische Probleme, über die Guru-Tyler in Kenntnis gesetzt werden sollte? Ich habe früher viele Freizeitdrogen genommen, aber ich habe sie bis auf die ein oder andere auf Partys aus meinem Leben verbannt. Wegstecken. I. Also das ist ja... Was ist denn das hier? Upgrades? Mehr Psyche durch Lavende? Okay. Okay. Lesen von Geschichte erhältst du psychische Erfahrungen. Ich level durch Lesen? Entschuldigung, darf ich an den Laptop? Ich muss lesen. Naja, gut, gehen wir. Kann ich vielleicht die Tür aufsperren? Nee. Geist investieren kann ich nicht. Oh Gott. Ein bisschen diskutieren, bevor wir da weitermachen. Den geistigen Zustand, Frau Streamerin. Also alles super toll. Ich würde nur gern von dieser Insel. Ich werde für immer Level 0 sein. Dann musst du lesen. Musst du lesen. Paddelboot hat sie gesagt, ne? Wo? Also, die hat doch irgendwas vom Dome gesagt. Da beim Dome durch und dann das Paddelboot, aber. Wo ist es denn? Paddleboat stand da zumindest. Paddleboat. Sollten wir das heute Abend machen? Ich weiß, etwas früher als geplant, aber es ist an der Zeit. Ich will doch nur, dass sich alle dabei wohlfühlen. Weißt du noch, letztes Mal? Babe, du machst dir viel zu viele Sorgen. Das wird schon. Oh nein. Dank deiner guten Arbeit. Oh, oh. Das sieht aus wie der Schulungsraum. Wir gucken gleich das Video. Wir lesen aber erstmal. Dad, bitte lies dir den ganzen Brief durch, bevor du ein Urteil fällst. Es geht um das Retreat, von dem ich das letzte Mal gesprochen habe. Ich glaube, das hat wirklich Potenzial. Ich verspreche, dass ich dir eine ordentliche Übersicht zeige, wenn ich dich das nächste Mal sehe. Tabellen, ein Foliendeck, Finanzierungsdetails, wie du es gerne hast. Aber lass mich dir kurz ein paar Schätzungen geben. Der Grundstückswert hier liegt locker zwischen 2,5 und 3 Millionen Dollar. Der Wert der aktuellen Infrastruktur ist nicht hoch, aber sie hat ihren eigenen Charme. Es gibt bereits eine Marke. Ich denke also, wir sollten etwa 2 Millionen Dollar für einen Anteil von 40% investieren. 100.000 oder so gehen ins Marketing, der Rest in den Bau. Ich kümmere mich um die Betriebsführung. Tyler kann mit Zahlen nicht viel anfangen. Den Großteil des Geldes, mindestens 1,5 Millionen, vermutlich mehr, lasse ich in unsere Firmen fließen. Ist also purer Umsatz.
Ich weiß, dass Jamie den Umsatz genauer ermitteln kann, aber ich bin mir auch so schon sicher, dass es lukrativ wird. Die anfängliche Zielkapazität beträgt 20 Betten. Guru Tyler meint, er könnte Retreats für $2,500 pro Woche über 20 Wochen pro Jahr in seinem derzeitigen Netzwerk veranstalten. Das Tolle ist, dass die Personalkosten komplett wegfallen, weil seine Jünger nur zu gerne freiwillig aushelfen. Ich kann die Verträge für Belieferung und Service an die richtigen Dienstleister geben. Und während die Marke und das Netzwerk von Guru Tyler weiter wachsen, und das werden sie garantiert, steigen auch die Einnahmen. Es gibt zudem ein paar interessante Mineralien auf dem Gelände. Sie wurden früher kommerziell abgebaut. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das Konzept des Retreats bereits genug für sich spricht, aber es könnte potenziell zusätzlicher Umsatz sein. Ich untersuche das näher und sage dir Bescheid. Ich weiß, dass du skeptisch bist nach dem, was letztes Mal passiert ist, aber hier gibt es greifbares Potenzial. Das spüre ich. Bitte gib mir die Gelegenheit, dir mehr zu erzählen, wenn wir uns wiedersehen. Dein ergebener Sohn Sonny. Der Sonny. Also ich möchte jetzt nichts sagen, aber der fühlt sich jetzt nicht so gläubig, glaube ich. Zeig Video. F. Stell dir vor, du könntest ein völlig neuer Mensch werden. Dein Geist kann sich hier völlig frei entfalten. Der Grundbaustein zur Neustrukturierung deines gesamten Wesens ist die Wissenschaft der Prismen. Du fragst dich vielleicht, was ist die Wissenschaft der Prismen und wie funktioniert sie? Wissenschaftliche und mathematische Prinzipien verbessern das spirituelle Wachstum. Dadurch bekommen wir messbare Ergebnisse. Willst du nicht auch, dass deine Mitmenschen deinen wahren Wert erkennen? Wer nicht? Dank der Prismenwissenschaft wirst du wie ein heller Stern am Himmel erstrahlen. Ich war nie besonders spirituell, aber als ich die Prismenwissenschaften studiert habe, habe ich es endlich geschafft, den wahren Sinn in meinem Leben zu finden. Es hat mein Leben verändert und es wird auch deines verändern. Willkommen im Prismic Spiritual Retreat. Euer Leben wird wieder dasselbe sein. Wow, das war aber toll. Wow. Fragebogen zur spirituellen Selbstreflexion. Das ist von Maya. Sind Sie bereit? Ja. Was erhoffen Sie sich? Ich möchte gemeinsam mit Gleichgesinnten flüchtige Momente von transzendenter Freude und Schönheit erleben und genießen. Ich hoffe, dass wir uns alle verbunden fühlen und voneinander lernen können. Geistiger Zustand. Was hält Sie davon zurück, die Erfüllung zu finden? Ich trage eine unermessliche Trauer mit mir. Ich habe meinen wunderbaren Sohn Seva an eine Krankheit verloren. Seva? Keine Ahnung. Mein Weg zur Erfüllung fordert von mir, dass ich lerne, diese Trauer jeden Tag mit mir zu tragen. Ich kann diese Trauer nicht zurücklassen, denn das würde bedeuten, dass ich die Erinnerung an mein wundervolles Kind zurücklassen würde. Als Mutter würde ich so etwas nie tun. Innere Dämonen? Ich habe eigentlich vor nichts wirklich Angst. Nichts könnte schlimmer sein als das, was bereits geschehen ist. Ich schätze, darin liegt meine größte Angst, die Vergangenheit nicht ändern zu können. Medikamente, Allergien, bla. Ich nehme regelmäßig echtes Johanniskraut und Kaustikum. Was ist denn Kaustikum? Kaustikum. Yeah! Was? Was war denn? So schlimm war der Brief jetzt auch nicht. Abschluss an die Krankheit. Hallo Freunde. Gehen die durch Glas? Und steckt die gerade bis zum Knöchel in Schlamm fest? Oh, hey. Wir haben gerade über heute Abend gesprochen. Bist du bereit für eine Veränderung? War ein hartes Jahr. Ein bisschen Veränderung kann da nicht schaden. Anna, bitte komm. Dann sehen wir uns später. Ich werde nur meine Psyche leveln. Nur mein Hirn wird gelevelt. Ich sag's euch. Ich werde niemals Herzantworten machen. Ich glaube an die Scheiße hier nicht. Sie sagte, hinter dem Paddelbrett. Paddelbrett? Was ist denn ein Paddelbrett? Ist das sowas? Ach, da, das Surfboard, da. Ist das überhaupt ein Surfboard? Keine Ahnung. Ist das ein Paddelbrett? Ist das ein Paddelbrett? Ist das ein Paddelbrett?
Ist das eins? Das ist bestimmt die Lichtung, die Maya gemeint hat. Ich hab's allein gefunden, danke. Gut, Leute, jetzt habe ich Bock auf Forest 2. Ja! Da freue ich mich auch drauf. Das entspannt. Aber Maya braucht auch noch was. Inventar voll. Okay, wir haben noch ein Lavendel. Lavendel für die Psyche? Popo-Hotel. Oh nein, nicht. Nein! Okay. Chat, die Waffe muss raus. Okay. Ich bin bereit. Körper mit Ingwer wiederherstellen. Meinem Körper geht's echt gut. Ich schwöre. Mein Herz ist also ultra gut. Okay. Bilde ich mir das alles ein? Ich brauche mehr davon. Sollte ich meinen Geist auf... Ich frag nur, sollte ich? Ich habe erstmal ein paar Mushrooms rein, ne? Die Party kann gleich losgehen. Hinweg von Druck. Nein! Also, falls die Frage also noch mal aufkommt. Nacktheit, DMCA, danach kommen Drogen. Kleine Erfahrung für Psyche, Körper oder Geist. Hä? Erfahrung? Aber wie Erfahrung? Aber nur wenn ich heile, oder? Sonst kann ich hier einfach durchfressen. Da sehen wir viele bunte Farben. Ja. Und dann würde auch endlich meine Erleuchtung aufleuchten. Dann wird auf einer iPhone-Party gelandet. Das ist okay. Maya, ich glaube, ich habe, was das du wolltest. Okay. Super. Leg sie einfach auf den Tisch. Sag doch vielleicht auch Danke. Der Anfang, Errungenschaft. Wow, die sind ja perfekt. Machst du das beruflich? Ich arbeite in der Biomedizin. Früher war es mal richtig praxisnah. Aber jetzt sitze ich leider nur noch am Schreibtisch. Verstehe. Die machen doch Tierversuche. Ist das für dich kein Problem? Es ist falsch, aber meine Abteilung sieht das anders. Wenn man dir nicht zuhört, solltest du vielleicht den Job wechseln. Der Medizinbereich ist sehr vielfältig. Ich denke drüber nach. Ich sollte jetzt besser zu Kim zurück. Ist auch so einfach. Einfach mal so den Job also wechseln, ne? Schlaf gut, Keybone, und frohe Weihnachten wünsche ich dir. Schön, dass du da warst. Danke dir fürs Dabeisein. Schlaf gut, träum mal Schönes. Sehr energisch beim Reden. Die sind alle auf Drogen, das muss sie machen. Das geht ganz, also gar nicht. Heiliger Ritualtee. Ein Teil Lavendel zur Beruhigung und Reinigung des Geistes. Ein Teil Ingwer zur Stärkung des Körpers. Zwei Teile Geistpilze von Glory Island zur Aufladung der spirituellen Zentren. So nennt man das. Also, ihr müsst mir sagen, wenn ihr Drogen konsumiert, müsst ihr nicht sagen, ihr wollt high werden. Sagt einfach zur Aufladung der spirituellen Zentren. Eine Prise Anton Family Crystal Conduit zur prismatischen Aktivierung. Schritt 1. Geistpilze von Glory Island nach dem Pflücken 1-2 Stunden lang in Quellwasser einweichen. Schritt 2. Lavendel und Ingwer hinzufügen. Schritt 3. Leicht aufkochen lassen. 6-7 Minuten kochen lassen. Schritt 4. Umfüllen und bis zur Verwendung in einem luftdicht verschlossenen Behälter aufbewahren. Schritt 5. Unmittelbar vor dem Ritual auf 60 Grad oder 140 Grad Fahrenheit erhitzen. Schritt 6. Der Guru fügt das Anton Family Crystal Conduit Puder hinzu und aktiviert es mit Gesang. Schritt 7. Nach den Anweisungen des Gurus servieren. Ich mochte Tee früher nie. Meine Mutter hat uns immer gezwungen, eine Tasse gleich morgens und eine abends zu trinken. Sie hat immer gesagt, dass Tee das Grundnahrungsmittel eines gebildeten und zivilisierten Menschen wäre. Deswegen hatte ich Tee immer gehasst. Nichts weiter als heißes Blätterwasser, dachte ich. Nachdem meine Mutter fort war, habe ich Tee nach vielen Jahren noch einmal probiert. Überraschenderweise hatte mich der Geschmack gar nicht mehr gestört. Von da an konnte mein Durst nach Tee nie mehr gestillt werden. Ich konnte nicht aufhören, all seine Freuden zu entdecken. Das Rezept, das ich dir aufgeschrieben habe, war eines der ersten, das ich für mich wiederentdeckt habe. Weil Drogen drin sind?
Es erzählt auch den Anfang der Geschichte, wie mich meine Mutter und später meine beste Freundin Abata... Mag keinen Tee. Ich werde hier jeden Tee ablehnen. Ich trinke das nicht. Kim, können wir gehen? Ich will hier nicht bleiben. Kim? Ah, da. Hey Jess, hier drüben. Ja, ich weiß, wir haben uns schon mal gesehen. Alter, also die Spiegelung ist aber schick hier, ne? Also... Ich meine, das ist ein Ultra-Indie-Game. Das ist halt das erste Spiel von den Entwicklern scheinbar. Und also, es ist halt so krass, wie gut einfach Spiele immer aussehen können, ne? Jess, Tyler hat da drin ein paar Geschenke für dich. Zieh sie mal an. Mit Opium schmecken auf der Pfadetee. Tyler sagt gern... Kein Vertrauen, keine spirituelle Reise. Gut, wenn Tyler das sagt. Einheitsgrößen. Wie sehe ich aus? Genau. Als würdest du schlafen gehen? Warte, stopp mal. Findest du nicht, dass das was Sektenmäßiges hat? Hä? Gott. So ein Blödsinn. Das hier ist gut für uns. Warum habe ich Klamotten, DLC? Errungenschaft freigeschaltet, dein Retreat beginnt. Willkommen. Bitte. Setzt euch. Oh, ist so laut. Du auch. Trinkt. Nee! Nee! Sobald der heilige Tee seine Wirkung entfaltet, entrinnt der Nebel eurem Körper und öffnet euer drittes Auge. Lasst alle negative Energie entweichen und sich in einer Wolke sammeln. Dieses Prisma war ein Geschenk meiner Mutter. So wie die, die ihr tragt, mein Geschenk an euch sind. Der Gesang stärkt die Prismen. Und synchronisiert euch mit der Energie um uns herum. Hannah singt zuerst, dann stimmt ihr nach und nach gegen den Uhrzeigersinn ein. Die Wolke wächst immer weiter durch all eure negative Energie. Ihr werdet sie gleich zerstören, und zwar durch kollektiven Gesang. Unterbrich nicht den Kreis! Setz dich sofort wieder hin! Verdammt! Nein! Das kann nicht sein! Verdammt! Komm zurück! Oh nein! Geh nicht ins Wasser! Haben wir auch Tee getrunken? Wir, ihr und ich. Wo sind die anderen hin? Echt Scheißtrip. Den Weg von den Drogen, ja. Ich muss Kim finden. Ich habe nichts angestellt. Ich war unschuldig. Also lass mich raten, da oben ist Kim. Oh, zum Teufel sind alle hin. Scheinbar nicht. Ist hier irgendjemand? Kim? Hallo? Ist hier Kim? Sunny? Alles okay? Ich glaube, Tyler hat uns was in den Tee getan. Was? Du hast Kims Leben zerstört.
eins zerstörst du nicht auch noch. Du brauchst irgendeinen Plan, Sonny. Okay, einen Plan. Du hast sonst auch einen. Irgendwie schaffst du es immer. Am Zelt sollte ich wechseln können. Ja, weg mit den Scheißklamotten. Das ist mein Zelt, ne? Ich kann noch nicht wechseln, glaube ich. Ah, doch, hier. Ich dachte, das andere. Ich dachte gerade, wir sind nackig. Okay. Naja, schöner Rücken kann auch entzücken. Ich find's jetzt nicht so, also, aber... Naja. Ja, sie glaubt, dass was in den Tee getan wurde. Erstmal lesen. Kim, sind Sie bereit? Ja, ich bin CrossFit-Trainerin und mache Yoga und Yoga-Fit. Ich bin lernwillig und sehr konzentriert, sobald ich mich auf etwas eingelassen habe. Was erhoffen Sie sich? Einen Pfad, um meinen Seelenfrieden zu finden, neue Techniken zu lernen, um mit meinen Emotionen besser umgehen zu können. Oh, das ist auch wirklich nötig, scheinbar. Die Astral Light-Praktiken zu verstehen und meine Spiritualität zu erwecken. Geistiger Zustand? Ich wurde mit dem Wut-Syndrom oder auch Intermittent Explosive Disorder. Oh, die habe ich auch diagnostiziert. Selbstzweifel um die Beziehung zu meinen Eltern. Zweifel an meiner eigenen spirituellen Dimension. Also, die Explosive Disorder, die passt zu mir auch. Wovor haben Sie am meisten Angst? Ich fürchte mich vor meiner eigenen Wut. Ich habe Angst davor, wertlos zu sein. Medikamente? Lorazepam für meine IED. Geht ein Alia vor. Wenn wir einmal den Ton nicht getroffen haben. Hallo? Hä? Hier geht's ja weiter. Hä, was ist das für ein komischer Schlauch? Haus, Tempel. Canary und Light. Oh. Geh weg von mir! Kim! Geh weg von hier! Wo stehst du? Ich habe jetzt einfach mal angemacht, ne? Weil ich mag ja kein Dunkel. Kim? Mein Hirn. Scheiße. Oh mein Gott, mein Hirn. Du kannst jetzt nicht meditieren. Wie, ich kann jetzt nicht meditieren? Guck mal meine Psyche an. Schwach, Jess. Gib einfach auf. Das kann nicht real sein. Warte, ich kann ja noch was essen dafür. Kann ich nicht. Die haben mir meine Sachen weggenommen, scheinbar. Jeder gibt dir die Schuld, Jess. Alle haben das gesagt. Alle sagen das. Okay. Zur Hölle. Jess. Okay. Lass mich in Ruhe. Oh mein Gott, was? Hä? Stopp! Weg! Weg! Nee! Hä? Was spielen wir hier? Los! Weiter! Oh. Komm mit dem Schrecken, was? Ich entkomme mit dem Schrecken. Ich meditiere kurz. Okay, alles gut. Hä, das Spiel ist ja doch ganz lustig. Ich hatte schon fast... Also lustig, ja, aber das wird ja auch sogar wirklich Horror. Also ich dachte, das wird halt nur so lustig. So. Die sind süß, die Fiffis. Kim! Kim! Komm sofort zurück! Hallo? Du kannst jetzt nicht meditieren. Kevin, was soll ich denn da machen?
Was? Was ist gerade passiert? Drücke E zur Bekämpfung von Panikattacken. Also habe ich... Hä? Hey, wo kamen die her? Tavor? Was ist Tavor? Ich kenne nur Trevor. Ich renne jetzt einfach, ja? Okay, keine Ahnung, was jetzt, also... Die haben hier komische Sachen. Also, das muss festgeklebt sein. Errungenschaft freigeschaltet, Licht am Ende des Tunnels. Ganz ehrlich, das muss festgeklebt sein, das Oberteil. Das wird sonst nie halten. Oh, Lavendel. Kriege ich noch mehr Lavendel, bitte? Pilze brauche ich nicht, nur Lavendel, bitte. Meine Psyche ist wirklich nicht gut. Also wir sind wirklich nicht so ganz so safe. Bleib mir bloß fern! Oh, du bist es. Erschreck mich doch bitte nicht so. Es ist ihre eigene Schuld, okay? Sie hat den Kreis durchbrochen. Du hast uns unter Drogen gesetzt. Ich hab da nichts reingemacht. Dieser Tee ist zu 100% biologisch. Irgendwie läuft alles schief. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was soll ich tun? Ich schmeichle ihm mal. Tu, was du nicht lassen kannst, Tyler. Es ist nicht deine Schuld. Ja, Bademore, müssen sie immer. Es ist nicht meine Schuld. Gib keine biologischen Drogen, nee. Vielleicht solltest du was rauchen. Meld dich, wenn du was brauchst. Ja, richtig. Ich hab keine Drogen. Vielleicht solltest du mal was rauchen. Okay. Okay, gut. Verdammt. Kreis, im Kreis. Erstens im Kreis, zweitens Yoga plus Gesang der Reihenfolge nach. A. Psyche öffnen, nach der anderen Person rufen. B. Körper vorbereiten, den Wirt öffnen. C. Geist öffnen, eine Einladung geben. Drittens Pilztee plus Gesang. Aber da sind ja keine Drogen drin im Pilztee, ne? Die negative Energien anbieten. A. Nicht mehr als 3 Schlucke. B. Das dritte Auge sollte sich öffnen. C. Geister sollten sichtbar sein. Viertens Kreis nicht unterbrechen. Ich will keine Drogen. Wie heißt der Tyler? Eine Ranke. Das heißt, ich kann mir nochmal dann Salbei bald machen, wenn ich noch ein Salbei finde. Oh, ich wollte eigentlich noch zum anderen gehen. Okay. Ich fragte mich schon immer, weshalb viele verschiedene Kulturen Salbei verbrennen, um negative Energie zu vertreiben. Es kann sich unmöglich um bloßen Zufall handeln. Meine Vermutungen waren richtig, denn die Nebelkreaturen sind eindeutig anfällig für diesen Rauch. M.A. Maya? Maya? Oder so? Kann ich das aufmachen? Das wubbelt. Das wubbelt, wollte ich gerade sagen. Nee. Was? Kann ich was die einfach hauen? Was ist das denn? Bei leuchtend aufgeladenen Angriffen können Gegner nicht durch Nahkampfangriffe verwundet werden. Was? Ich versuch's nochmal. Hey, hör doch auf damit! Hör auf doch jetzt! Ich glaube, ich hab's gepackt.
keine Pilze drin sind. Wahrscheinlich haben wir einen Drogentraum, weil davor war das ja auch nicht so. Da waren es nur Fliegen. Wahrscheinlich sind das alles einfach nur Fliegen. Und wir hassen Fliegen aus irgendeinem Grund. Elektrische Sicherung. Okay. Ich geh da, Manne. Later, Bitch. Was ist das für ein Ort? Also, die knurrt in dem Raum. Welcome to the Fab. Oh Gott, nee. Kim! Scheiße, sie hört mich nicht. Die haben komische Pflanzen hier. Der Manda-Kern ist ein ausgewachsener Manda-Egel, der in angehäufte Biomasse eingebettet ist. Okay, ein Egel ist keine Pflanze. Er ist die bislang wichtigste der bekannten Nebelkreaturen. Er fungiert als ein Bindeglied zur Nebeldimension, sodass sich beide Realitäten überlappen können. Des Weiteren wird der Manda-Kern von allen anderen bekannten Nebelkreaturen beschützt und er bringt eine große Menge an Manda-Fliegen hervor. Ist dies etwa die dominante Lebensform des Nebels? Sie sind Samen, die noch keimen. Oh, apropos Samen, die noch keimen. Meine Chilis. Wo mir gar nicht. Mir gibt's hier nicht. Na also. Wo denn? Wo hab ich hier jetzt Licht gemacht oder wie? Nebelchilis, ja. Ich meine, Nebel ist Leben. Ihr wisst doch. Kim? Soll ich dir doch nicht helfen, Kim? Also, ist okay, wenn du keine Hilfe willst. Oh, okay. Oh, aber ich würde dann sagen, Kim retten wir wann anders. Ja? Kim retten wir wann anders. Kann ich selber speichern? Nee, ne? Kann ich nicht wahrscheinlich. Ich würde nur ganz kurz gern mal gucken. Oh, nee.